viele, allzu viele, auch unter gläubigen Christen, meinen einfach, sie wüssten das, was da steht. Man hat es ja von Hause aus, von Kindheit an mitgegeben bekommen. Wenn man aber nachfragt, dann gibt es so viel, was man überlesen hat, was man gar nicht weiß oder was man glaubt zu kennen und nicht kennt. Man redet also über vieles, was man gar nicht richtig verstanden hat. Obwohl der Text da steht, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern nur mit dem Begreifen, was da eigentlich ist. Neu und sei es auch ganz naiv, völlig unbelastet, diese Schriften der Bibel wieder so zu lesen, als hätte man sie noch nie gelesen. Das ist mein Wunsch und meine Bitte, würde ich fast auch sagen, an die, die mir zuhören und die, die selbst Neues finden wollen in der Wirklichkeit und Wahrheit der christlichen Überlieferung. Einfach lesen, offen, frei und unbefangen die Heilige Schrift neu für sich entdecken.